Hi ihr Lieben und schön, dass ihr hier seid. Ja, heute mal wieder ein Unboxing von mir vom Diamond Art Club. Ich bin auf der Seite ja so ein bisschen eskaliert und habe mir mehrere Bilder gekauft. Deswegen kommt jetzt erstmal wöchentlich ein Unboxing, bis die Bilder abgearbeitet sind. Ja, und heute geht es um dieses schöne Bild hier. Es ist wie beim letzten Mal ein eckiges Kit, was man gut an dem Symbol hier sehen kann. Auch ist das Symbol bei den neueren Bildern jetzt lila und hat hier auch einen lila Streifen. Damals war es hier blau und hatte einen blauen Streifen. Bei den runden Kits ist das Symbol dann rund und hat einen rosa Streifen hier und ist rosa umkreist. Genau. Jetzt zu diesem schönen Bild. Es ist nicht nur ein eckiges Kit wie beim letzten Mal, es ist auch dieselbe Künstlerin, nämlich Tagota Detwiler. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und es ist das schöne Bild Kraken. Ach Mensch, ey, ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Sie macht auch einfach wunderschöne Bilder. Und ich hatte auch schon geliebäugelt mit zwei anderen Krakenbildern von ihr. Die, die das letzte Video gesehen haben, wissen, habe ich dort erwähnt, dass ich Kraken auch einfach liebe. Ja, und als ich das Bild dann gesehen habe, wie die Krake halt ein Schiff angreift, da ist sogar ein Schiff drauf. Fluch der Karibik-Fan. Und allgemein mag ich auch Piraten und Schiffe. Ja, ich musste es haben. Und wer meine älteren Videos gesehen hat, weiß auch, das Setting hat sich jetzt geändert. Alles nur wegen diesem tollen Bild. Weil es ist auch das erste Bild, was ich habe, was echt lang ist. Es ist 42 mal 8 cm mal 129,7 cm in der Länge. Also musste ich meinen gesamten Tisch aufklappen, um es hoffentlich ganz präsentieren zu können. Ja, ich würde sagen, wir packen das schöne Ding mal aus. Wie immer mit dem Toolkit. Und wenn ich jetzt darauf vertrauen kann, dann müsste das Toolkit jetzt hier vorne drin sein. Jawohl! Ach schön, dass man sich so drauf verlassen kann. So, ich mache es immer hier oben auf. Bei jedem Bild ist ein Toolkit dabei. Oh, ich sehe schon einen richtig schönen Cover meiner. So, Zipptütchen. Wieder ein gelber Stift. Oh, kriege ich ihn diesmal mal rauf? Ich versuche das in jedem Video und kriege die immer nicht rauf. Also im Nachgang kriege ich sie rauf, wenn ich ein bisschen mehr rumpuzzeln kann. Aber halb. Dann, da es ein eckiges Kit ist, wieder eine Pinzette. Immer der Name noch mit drauf vom Shop. Und ein Verhüterli, weil die sind wirklich extrem spitz. Dann Wachs in Herzform, sind immer zwei Stück drin. Huch, das ist kein Aufsetzer. Zwei Aufsetzer, ein Vierer und ein Siebener, um mehrere Steine gleichzeitig zu painten. Dann Washi-Tape. Doch, von den Farben her könnte das auch zu dem Bild passen. Meine etwas dunklere Farbe und da sind irgendwie so Bäumchen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Farbe passt auf jeden Fall. Dann ein Schiffchen mit einem Stopper, dass sie beim Schütteln nicht rausfliegen. Und ein Cover meiner und der ist süß. Ein Häschen mit einer Erdbeere und im Ohr ein Schleifchen. Einfach klasse. Ja, damit kann man die Folie fixieren. Das unter die Folie, Folie umklappen, den oben drauf und fertig. Super süß. So, jetzt kann ich hier erstmal alles wieder zusammenpacken. Packen wir das mal als erstes ein.
Ich mache das jedes Mal so schön. Es passt nicht rein. Mache ich immer im Nachgang. So, jetzt kommen wir zu dem schönen Bild. Oh, ich bin gespannt. Dieses Bild kriegt auch einen ganz besonderen Platz bei mir. Nämlich möchte ich dieses Bild gerne bei mir im Badezimmer, also nicht im Badezimmer, an der Tür außen möchte ich es hängen haben. Huch! So, jetzt halte ich das euch auch noch falsch rum hin. Ich finde das Kraken 2 übrigens auch echt toll. Und guck mal, ich mache das jetzt schon so oft, dass ich immer Sachen vergesse zu sagen. Das hier ist halt ein Sticker und den klebe ich mir immer hier oben drauf, weil ich diese ganzen Bilder neben meinen Tisch unten lager und zwar so, dass man halt das von außen sehen kann. Und damit ich weiß, bei den ganzen Bildern, die ich habe, welches ich jetzt gerade brauche, klebe ich mir das da drauf. Ihr könnt das natürlich darauf kleben, wo ihr es eben raufkleben wollt. So. Ein schmales Bild, aber ein sehr langes. Bin gespannt, ob ich es ganz raufkriege. Also eigentlich müsste ich. Ich glaube, mein Tisch hat 1,50. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Hier ist der Leitspruch schon mal drauf. Das heißt, das ist oben. Oh, schön. Der Himmel hier schon, was man sieht. Oh Gott, ich muss gleich um den Tisch herumlaufen. Ist das nicht ein Traum? Es ist ein Träumchen. So, jetzt versteckt sich die Krake noch ein bisschen. Ich muss mal rumlaufen. Das ist wirklich super lang. Ziehe ich meine Decke halt hier mit, meine Tischdecke mit runter. Hoch. So, ich glaube, wir schaffen es aber. Oh, wow, ich habe noch nie so ein langes Bild. Ich finde es genial. Es ist, wie gesagt, auch wieder Geschmackssache. Meeresbild und Krake und so, aber alleine schon die Meerjungfrau hier als, ich weiß gar nicht, wie nennt man diesen Bereich, den Kopf, sage ich schon beinahe, vom Schiff. Traumhaft. Gerade weil ich auch Meerjungfrauen so gerne mag. So, mit drin in der Box ist immer noch meine Anleitung. Es ist eine VIP-Facebook-Gruppen-Einladung sozusagen drin. Ja, und ein Gutschein. Eigentlich ist es immer derselbe, der da drauf steht. Dann haben wir natürlich hier wieder den schönen Sticker von DIC. Kommt immer in mein Tagebuch. Schreibe ich immer rauf, wann ich damit angefangen habe und wann ich es beendet habe. Dann sind hier noch alle Eckdaten des Bildes drauf. Und was beim Diamond Art Club auch immer super ist, dass man die ganzen Steinfarben als Sticker bekommt und die dann direkt auf seine Döschen oder was man auch immer benutzt, wo man die lagert, die Steinchen, raufkleben kann. Und hier sind ganze 64 Farben drin. Und da ich so ein bisschen Katastrophe gemacht habe in den anderen Videos, konzentriere ich mich jetzt mal, wie viele AB-Farben wir haben. Übrigens 64 Steinfarben, nicht Steine. Und wir haben alles, was unter 150 sind, sind hier AB-Steine, also Arola Boreale Steine. 5. Definitiv jetzt 5. Also wieder von 1 bis 4 und da ist der mit dem schwarzen Punkt und dem weißen Hintergrund, wie beim letzten Bild, ist die Nummer 5. Also weiß. Ja, das dazu. Bevor wir uns wieder die Leinwand anschauen und wo die ABs sind, gucken wir uns wieder die Steinchen an. Ich hinterlege wieder unten, wo ihr hinspringen könnt, wenn ihr direkt zur Leinwand wollt. Was ich aber jetzt nochmal machen kann, das mache ich nachher aber auch, dass ihr das einmal so seht. Ich kann nämlich schwenken.
jetzt seid ihr komplett rausgerutscht. Sehr gut. Momento, ich muss euch wieder einhaken hier. Das war so nicht geplant. So, jetzt nochmal. Und da hinten ist das Ende. Kriege ich gar nicht ganz raus, ohne dass ich ihr wieder rausrutscht. Nur bis hierhin. So, jetzt aber zu den Steinchen. Und ich mache das diesmal so, dass ich auch kein Steinchen verpasse. Dass ich die da drauf lasse und sobald ich durch bin, packe ich die zur Seite. Braun. Schöner Blauton. Ich gehe jetzt mal so langsam durch. Nochmal blau. Wieder ein schönes Rot. Das ist wahrscheinlich im Segel drin oben. Erster Streifen. Auch richtig rum. Oh toll, hier sind wieder so viele schöne Rottöne drin. Ich liebe es. Aber ist ja auch klar, die Krake ist ja rot, ne? Da muss natürlich auch was Rotes drin sein von den Steinchen. Hier ist der erste AB. Der weiße, gleich zwei Packungen. Hier der nächste AB, die reihen sich hier ein. Ein Grauton. Schöner, leuchtender Orange oder Rotton. Orange. Hier ist der nächste AB, 107. Oh, schön. Ich liebe Rot. Ja. Jetzt hier ist der nächste AB im Blau. Zweimal. Naja, das Bild hat sehr, sehr viele Steinfarben und auch Allgemeinsteine. Viel ist natürlich relativ, also an Steinfarben. Das entscheidet ja jeder selbst für sich, ab wann viel anfängt. Hat sich einer verirrt von der Seite. . 116, das ist ein AB. Jetzt hätte ich den fast einfach weitergeschoben. Ein grüner. Das wäre dann der Streifen. Es geht weiter. Letzter Streifen. 414.
Oh, das ist aber ein sehr, sehr schickes Lila. Gefällt mir sehr gut. Zweimal schwarz drin und noch mal ein zweimal ein Blauton. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur Leinwand und jetzt werde ich natürlich ein bisschen mit euch laufen müssen. Ich versuche es noch mal mit dem Eimer schwenken, bevor wir jetzt dazu gehen, die Leinwand so zu betrachten. Hier ist die Krake und so, jetzt gehen wir zur Leinwandbetrachtung rüber. Vielleicht kann ich euch so das Bild auch noch mal im Ganzen zeigen. Jetzt einmal die Leinwand als Gesamtbild. Man kriegt es doch gut drauf, wenn man das Handy erstmal in der Hand hat. Man muss nur ein bisschen hochhalten. Ja, also haben wir das schon mal geschafft. Dann fangen wir an, uns jetzt die Leinwand anzugucken, und zwar auf der linken Seite unten. Hier auf der linken Seite ist immer ein Bild nochmal abgebildet davon. Dann die Eckdaten sind drauf, also der Name des Bildes, Kraken-Hashtag 1, einmal die Größe 42,8 cm mal 129,7 cm. Dann, dass es lizenziert ist von Dagota Deadwheeler. Sie haben also das Copyright da drauf und sie kriegt auch anteilig Geld dafür. Und dass es aus dem Shop Diamond Art Club ist. Hier ist nochmal vom Diamond Art Club Facebook und Instagram drauf. Ja, fangen wir mal hier unten an. Wir sind jetzt bei der Tentakel. Man sieht auch, und das ist beim DLC, bei DLC-Bilder immer so, dass die so ein bisschen glitzert, die Leinwand. Hier sieht man es auch. So, jetzt muss ich mit euch so ein bisschen um den Tisch rumlaufen, weil das ja einfach ein halber Teppich ist hier. Oh, schöne knallige Farben. Himmlisch. Sieht man, glaube ich, auch von so weit noch. Jetzt kommt oben links die Legende. Ich blende die jetzt auch gleich noch mal ein an der Seite. Oben ist immer der Spruch von Diamond Art Club drauf. Ey, was ist das für ein richtig, richtig schöner Himmel. Ganz toll. Krakenarm. Sind wir bei der Welle und wieder bei der Meerjungfrau? Und also rechts an der Seite ist auch immer noch mal die Legende. So, jetzt muss ich erstmal das Stativ hier wieder hinbauen, weil sonst hätte ich nicht um diesen Tisch rumlaufen können an der Seite. Und dann gucken wir, wo die AB sind. Obwohl, nee, das kommt ja erst danach mit dem Stativ. Sonst kann ich das gleich wieder abbauen. Wir sehen uns gleich und ich zeige euch, wo die ABs in diesem Bild sich verstecken. Da bin ich wieder und ich habe die AB-Farben auch recht gut gefunden in diesem Bild. Das ging eigentlich ganz schnell. Wir fangen mit Nummer 1 an, diesem Rotton. Und der Rotton, wie man schon vermuten kann, befindet sich im Kraken. Und ja, man sieht es hier überall. In den Tentakeln natürlich. Hier natürlich auch. Also überall im Kraken. So, das wäre dann einmal das. Das habe ich euch auch noch schief gehalten, tut mir leid. Dann kommen wir zu dem zweiten AB-Farbe, Nummer 2.
Die war in der Meerjungfrau drin. Ansonsten gibt es diese Farbe hier, soweit ich gesehen habe, nicht mehr im Bild. Hier überall vereinzelt. Und der blaue AB befindet sich, wie man vermuten kann, im Wasser. Und zwar nur im Wasser, nicht im Himmel. Hier Nummer 3. Da. Hier unten noch. Da gibt es einen größeren Fleck. So, und einmal, damit ihr es auch seht. Hier unten ist gut. Hier oben im Himmel habe ich soweit keine 3 gefunden. So, das wäre der AB gewesen. Symbol Nummer 3. Ich überlege gerade, ob ich das durcheinander bringe. Nein. Dann kommt der hier, das ist die Nummer 4. Und Nummer 4 befindet sich, ich nenne es mal Seile. Das, was womit man beim Schiff das Segel nach oben machen kann. Leinen. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Wer weiß, wie das heißt? Auf jeden Fall sind sie überall da drinne. Hier. Hier. Mal ein bisschen rangehen, rausgehen. Hier. Da oben, an der Spitze noch. Finde ich auch sehr gut gesetzt. Und wie ich jetzt gerade sehe, auch im Kraken hier an der Seite. Guck mal, nicht nur die Seile hier, die Segelseile, sondern auch deine Seite am Kraken war ein bisschen was. Ja. Und jetzt kommen wir zum Weißen. Und das war das Symbol mit dem weißen Hintergrund und den schwarzen Punkt. Und das ist eigentlich fast überall zu finden hier in dem Bild. Hier im Wasser überall. Ich finde, das sieht man ja auch gleich sofort. Sticht einen schon so entgegen. Auch hier in den Saugnäpfen vom Oktopus. Sehe auch gerade, hier sind auch ein paar blaue drin. Ja, da sind so blaue drin. Wir suchen jetzt aber gerade die weißen, also weißer Hintergrund, schwarzer Punkt. Hier. Hier wieder im Saugnapf. Dann hier in der Lampe. Ich halte euch schon wieder schief. Das kommt halt, weil ich neben dem Bild stehe. Ich laufe hier jetzt die ganze Zeit immer auf und ab neben meinem Tisch. Hier auch in den Saugnäpfen und natürlich hier oben im Himmel die Sterne. Oh ja, die ABs sind klasse gesetzt. Ich liebe es. Das Bild wird sehr, sehr schön. Das wären die ABs im Bild gewesen. Ja. Wow. Oh Mensch, freue ich mich, wenn ich daran sitze, an diesem Leinwandteppich. Der Abschluss naht, und da geht es bei mir ja immer noch mal um das Bild und dessen Wirkung. Mein Lieblingspart, wenn ich diese Videos mache. Ja, jetzt habe ich euch erstmal hier wieder angestöpselt. Ich musste ja das Stativ abbauen und ich habe euch jetzt hochkant gestellt. Das heißt, ihr habt rechts und links schwarze Balken. Ich finde das nicht schön, aber mir ist wichtiger, dass ihr jetzt das Gesamtbild auch sehen könnt. Also machen wir es jetzt so. Ja, wo fange ich an mit dem Bild? Ich finde es einfach klasse. Es ist stürmische See, man sieht es, das finde ich auch gut, das passt sehr gut zu dieser Situation. Kann natürlich auch sein, dass diese hohen Wellen geschlagen werden, weil er hier fleißig am Schütteln ist.
Wer die Dakota-Bilder kennt mit den Kraken, die sie so malt, haben diese Kraken normalerweise ein blaues Auge. Hier ist es rot. Ich weiß nicht, ob sie damit eventuell ausdrücken wollte, dass diese Krake ganz besonders wütend gerade ist auf dieses Schiff. Warum, wieso auch immer. Ja, das Schiff ist einfach wunderschön geworden und da ich Meerjungfrauen ja auch so liebe, feiere ich das echt, dass sie hier eine Meerjungfrau hingesetzt hat. Richtig, richtig klasse. Die AB-Setzung ist wieder super. Ich denke mal, das wird ganz gut so wirken. Ja. Die Schattierung im Segel finde ich auch richtig schön. Es ist wieder richtig, richtig toll, das Bild. Weiß gar nicht mehr, was ich noch weiter dazu sagen soll. Ich liebe halt einfach Kraken und ich habe sehnsüchtig nach so einem Bild sogar gesucht. Ich wollte gerne ein Krakenbild haben, der wie in der Mythologie, Geschichte, Fantasy-Erzählungen ein Schiff versucht runterzureißen, sage ich jetzt mal. Und wie das Bild rauskam, ich habe gedacht, Mensch, die Künstlerin und auch DIC, sie können Gedanken lesen. Ich finde es prima. Ich habe meine Krake und mein Schiff auf einem Bild und es ist einfach ein wunderschönes Bild. Wie ich schon erwähnt habe, es kommt an meine Badezimmertür. Auch ein bisschen witzig, ne? So ein Bild und dann, mein Badezimmer misst halt nur 4 Quadratmeter, kommt man da in so eine kleine Mini-Badeoase. Aber, also, wie ich das bei fast allen Bildern sage, ich werde mich so, so freuen, wenn ich mich daran setzen kann. Sieht alles auch schon so wieder schön realistisch aus mit dem Bogen hier und also wie das Wasser schlägt und wie schön das hier dargestellt ist von der Farbgebung. Ja, teilt mir gerne mal mit, was ihr von diesem Bild hier haltet. Es ist natürlich sehr, sehr lang und es ist ein Bild, da muss man wirklich gucken, wo könnte man es hinhängen, wenn man es dann hinhängen möchte. Aufbewahren ist natürlich auch schwierig. Hier würde mich mal interessieren, wie bewahrt ihr solche langen Bilder auf? Oder wo hängt ihr sie normalerweise auf? Ich habe mich jetzt entschieden an die Tür, weil das passt ja auch ganz gut. Und ich möchte es unbedingt aufhängen, dafür ist es viel zu schön. Ja, teilt mir das gerne mal mit. Und was ihr allgemein von solchen Meerbildern, Meer, Wasser, See, Meer, Meerbildern haltet und Unterwasserbildern haltet. Ist ja so seine eigene Kategorie. Oh, die Sterne da oben auch, ne? Es wird so schön sein. Sorry, das musste ich jetzt noch loswerden. Ja. Und ich wollte hier auch nochmal mitteilen, die Zanni Jo, mit der ich zusammen mich auch öfter mal treffe zum Diamond Painten. Die hat hier auch einen Kanal, da könnt ihr gerne mal raufschauen. Die hat auch immer richtig tolle Videos. Sie ist schon länger dabei. Schreibt ihr auch gerne, ihr könnt ihr auch Fragen stellen. Sie antwortet gern. Und mit dieser Person, mit meiner Freundin, habe ich eine Facebook-Gruppe noch aufgemacht. Die heißt Diamond Painting Suchtis. Ist für alle, für Diamond Painting Anfänger, für Diamond Painting Experten, Urgesteine und auch natürlich für Interessierte, die selber nicht painten, aber auch einfach Lust haben, da mal reinzustöbern. Die Gruppe ist gerade frisch aufgemacht. Wir sind noch eine wirklich Mini-Mini-Gruppe, zu diesem Zeitpunkt 5 Leute. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne rein. Ich werde das unten verlinken. Da braucht ihr uns nur eine Anfrage zu stellen. Wir nehmen an. Und dann würden wir uns natürlich auch mega freuen, wenn ihr kommt. Ja, und wir haben da halt auch noch vor, kleine Events zu machen, ab und zu mal. Keine Mitmachpflicht, es sind keine hohen Anforderungen, es soll immer nur Spaß machen. Ja, also wer Lust drauf hat, kommt rein. Und dann wäre ich auch beim Abschluss dieses Videos einmal ein großes Dankeschön an alle meine Abonnenten, an alle Zuschauer und auch danke, dass ihr euch dieses Video komplett angeguckt habt. Auch wenn ich ab und zu mal einige Bilder vertrottel, sage ich schon ein paar Unboxings. Ich bin leider so, aber zumindest bis jetzt hat man die Fehler alle noch im Video mitgekriegt. Ja, dann sage ich an dieser Stelle mal Tschüss und ich freue mich auf das nächste Mal.